Eklal is a polyglot from Turkey, and at just 18 years of age, she already speaks 9 languages. Eklal is such an inspirational force in the language learning community, and I really enjoy watching her videos. They're both informative and entertaining. Definitely go and check out her videos. I put a link to her channel in the description below. Eklal and I were able to have a really cool multilingual conversation in this video, and she even tried to teach me some Turkish. I hope you guys enjoy the video. Hello, how's it going? Hey, how's it going? Fine. So it's like 9 p.m. I guess in Canada, and I just woke up. Yes, the time change is pretty big between Turkey and Canada. So today we are going to make our interview in English, German, and Spanish, and I will also try to teach Jared some Turkish, right? Yes, I'm gonna do my best. I'm gonna try. Okay, that's perfect. Dann fangen wir an mit Deutsch? Ja, klar. Sprechen okay. Wir dann Deutsch. Also ursprünglich ist meine Familie aus Deutschland. Also ich bin hier in Kanada geboren und meine Eltern sind auch hier geboren. Väterlicherseits sind meine Großeltern hier auch geboren. Also es ist ganz, ganz lange her. Aber mein Nachname zum Beispiel ist Hartmann. Also es ist richtig deutsch. Also ich hätte immer diese Verbindung mit Deutschland, auch wenn ich hier aufgewachsen bin. Und ich interessiere mich für Fremdsprachen. Also es macht Sinn, dass ich Deutsch lernen würde. Am ganz Anfang habe ich nur ein bisschen zu Hause gelernt, also im Selbststudium. Ich habe ein paar Wörter gelernt und ich habe ein bisschen gesprochen. Danach habe ich angefangen, an die Universität zu studieren, hier in Kanada. Durch meine Universität habe ich auch die Möglichkeit, nach Deutschland zu fliegen, um ein Austauschprogramm zu machen. Ja, wie hast du eigentlich Deutsch gelernt? Ja, du hast eine sehr langere Geschichte als mir. Ich habe Deutsch selber gelernt, ja, komplett selber. Ja, ich sage das immer und Leute finden das ein bisschen fremd, aber seit meiner Kindheit, ich sagte mir immer, ja, einen Tag in Zukunft lerne ich Deutsch, das ist bestimmt. Aber das weiß ich nicht, warum. Ich habe immer gesagt, ja, lerne ich Russisch, ich lerne Französisch. Ich hatte immer diese Entscheidungen von meiner Kindheit und jetzt spreche ich all diese Sprache, denke ich, ja. Also du hast Deutsch quasi ohne Grund gelernt? Ja, ohne Grund. Ich habe alle Sprachen ohne Grund gelernt, weil ich bin noch 18 und ich habe keine wichtigen Gründe, um eine Sprache zu lernen. Niemand sagt mir, du sollst Französisch lernen, um in Frankreich zu arbeiten. Ja, ich arbeite nicht, ich bin 18 und deshalb lerne ich alle Sprachen aus unterschiedlichen Gründen und diese Gründe sind manchmal random, ja. Wann hast du deine erste Fremdsprache gelernt? Also, wenn ich in der Grundschule war, hatte ich Englisch gelernt. Ich glaube, das war schon, als ich 8 war. Aber dann, als ich 11 war, hatte ich eigentlich mit Französisch angefangen. Und das war die erste Fremdsprache, die ich selber gelernt hatte. Ja, ich habe so viel von deinem Video geschaut und ich habe gesehen, dass du Tagalog sprichst. Das erste Mal, dass ich etwas von dieser Sprache gehört hatte, das war, wenn ich dein E-Mail gelesen hatte, ja? Du hast gesagt, ja, ich spreche Tagalog und ich habe gesagt, welche Sprache ist das? Wo spricht man Tagalog? Ich habe gar keine Idee und ich würde das gerne wissen, warum du diese Sprache gelernt hast. Also ein Grund dafür ist, dass hier in Kanada ist es eine ganz nützliche Sprache. Also wir sagen hier in Kanada, dass wir sind also zweisprachig mit Englischen und mit Französischen. Aber wo ich wohne, mindestens, kann ich also fast kein Französisch benutzen. Also für mich ist Philippinisch oder Tagalog eine ganz nützliche Sprache. Für mich ist es schwer, eine Sprache ohne Grund zu lernen. Also normalerweise lerne ich eine Sprache, weil ich mit den Leuten rede. Also vor 7 Jahren habe ich jemanden aus den Philippinen kennengelernt und dann habe ich angefangen, die Sprache zu lernen. Was hast du gesagt hast, ist auch interessant, weil das ist am besten, wenn man auch nach diesem Land gehen kann. Aber in einige Länder, wo eine internationale Atmosphäre gibt, dann hat man
gar keine solche Bedingung, um eine Sprache zu lernen. So viele Touristen gibt es in Türkei und nicht nur die Touristen. Es gibt auch so viele Leute, die von verschiedenen Teilen der Welt kommen, um in Türkei zu leben oder zu studieren. Und deshalb haben wir so eine unterschiedliche Atmosphäre von Leuten, denke ich. Und das ist vielleicht etwas ähnlicher in Kanada, als du erzählt hast. Jetzt, ich habe gar keine Gelegenheit, um nach Russland zu gehen, aber ich kann jeden Tag Russisch üben in der Türkei. Ich dachte, dass es wäre so schwierig, um russische Sprache zu üben, weil ich nicht nach Russland gehen kann. Aber nein, ja, spricht jeder hier in der Türkei jetzt Russisch. Und deshalb, Russisch ist vielleicht die Sprache, die ich übe am häufigsten in meinem eigenen Land. Und Leute sind besonders schockiert, dass ich das machen kann. Ja, jeden Tag, ich poste etwas auf Insta, ich sage, Leute, ich habe heute russische Leute kennengelernt, ich habe mit ihnen Russisch gesprochen. Leute sagen mir, bist du in Russland oder in der Türkei? Es ist am wichtigsten, die Sprache regelmäßig zu benutzen, um diese Verbindung zu haben. Also ich bin der Meinung, dass es nicht notwendig ist, im Ausland zu gehen, wenn man zum Beispiel viele Ausländer in seinem Land hat. Ne? Ja, podemos seguir una discusión en español, pero prima de eso podemos practicar un poco de turco, ¿vale? Vas a enseñarme algo de turco, sí. ¿No? Voy a enseñar algo. Estoy emocionado por eso. Con una pronunciación bastante difícil. Ya no sabes. No, no sé nada. Nada. No sé nada. Perfecto. Merhaba. Merhaba. Yeah. Ya escuché eso. Es significa hola, ¿no? O algo así. Sí, hola. Ein bisschen schwierig für Ausländer, alle sagen das, aber... Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Okay. Nochmal, aber ein bisschen langsamer. Okay. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. No. Pero primero, ¿qué significa eso? Gracias. Gracias. Eso es una palabra tan larga, solo para decir gracias. Sí, solo para decir gracias. Teşekkür. 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 That's not even close. Eso es muy, muy difícil. Un poquito complicado, creo. Sí. Un poquito complicado y difícil de pronunciar por los extranjeros. ¿Son todas las palabras así de difícil? ¿O eso es un ejemplo de algo súper difícil? Cuando hablaba con alguien que quería hablar en turco, él me dijo que resulta muy complicado decir teşekkür ederim. Pensaba que fue muy extraño porque teşekkür ederim es una palabra que usamos siempre. No debemos hacer tan esfuerzos para decir algo tan fácil. Ya, claro que no es difícil para ustedes, ¿no? Porque no, no es su idioma. Ya aprendí perfectamente, gracias. Y hola. Vamos a seguir con... ¿cómo estás? Nasılsın. Nasılsın. Es como una palabra, una frase que se puede pronunciar sin abrir la boca. Sí, y también podemos ver la situación del sistema del turco, porque nasıl quiere decir cómo. Nasılsın, ¿cómo estás? Ah, ok. Pero es una sola palabra, ¿no? Sí, nasılsın. Nasılsın. La respuesta? İyiyim. İyiyim. Ah, ok, me gusta. Eso no es difícil. Yo cuando veía tus videos en Tagalog, hay también las palabras que parecen como español, pero por mí la pronunciación no suena muy similar. Podía ya ver unas palabras que son las mismas palabras, por ejemplo, pero. Y también he visto que usas la palabra siempre para decir por supuesto. Como dijiste, siempre es algo muy confuso para mí. Porque hablo los dos idiomas y cometo errores en español y en filipino, en tagalog, cuando los hablo. También gatas en español es cats, pero en filipino significa leche. A veces cuando hablo en español, trato de adivinar las palabras que no sé y solo uso las palabras en filipino. A veces son correctas, a veces no. Y a veces lo hago funciona con el alemán y el holandés. Ah, sí. La gente tiene una reacción muy extraña cuando hablas el tagalog porque no esperan que alguien de Canadá aprenda este idioma.
Por ejemplo, cuando hablas el alemán, no es muy sorprendente, es italiano creo, pero no es muy sorprendente porque ven siempre los extranjeros que han ya aprendido el alemán. Pero cuando hablas un idioma tan raro que yo nunca he oído este idioma, la reacción es muy extraña. A veces trato de grabar videos parecidos en alemán o español, pero solo no funciona, ¿no? Porque las reacciones son algo muy, muy distintas con la comunidad filipina. Sí. En realidad, los idiomas que estoy hablando ahora son los idiomas más aprendidos del mundo. Alemán, español, nada de diferente. Pero cuando hablo el ruso, cuando ven que yo he aprendido el ruso, después de mi idioma materno, lo sorprende mucho porque no esperan a un extranjero que habla el idioma con una pronunciación casi perfecta. Y también es tu situación, porque cuando hablas, te dicen que tú tienes tal vez alguien de filipinos, ¿no? Porque no es posible que tú has aprendido este idioma por tú mismo sin haber una relación con el país. Piensan así, pero no funciona. Y no tienes que saber mucho en filipino para que reaccionen así. También no. Puedes hacer lo mismo en turco, ¿sabes? Alguien dice teşekkürler y estamos completamente sorprendidos de eso. ¿Cómo puede decir teşekkürler? ¿Cómo puede hablar en turco? Esas reacciones sirven como una motivación de aprender el idioma, ¿no? Si, por ejemplo, estuviera en Alemania y hablaría en alemán con la gente, es como no les importa tanto. Uh-huh. Es como, así hablas alemán, yo también. No, es así, ¿no? I think that was all we had to discuss. It was really interesting to talk about not only the language learning, but also the cultural aspect of it. Yeah, definitely. Thank you so much for having this conversation with me. It was really cool to be able to speak in three languages with one person. I don't get to do that very often, so I really appreciate it. Thank you as well. It was really interesting to hear about all these, because I have never heard about Tagalog before I met you. And I think this video can be really interesting for both of our channels.